Draußen ist geiles Wetter, ich war beim Kopfgärtner und die dritte Update-Folge von Endor ist am Start, die Küche. Also rate ich euch auf jeden Fall, was zu essen mitzunehmen, wenn ihr noch weiterschauen wollt. Nämlich, ich habe ganz schön oft Hunger bekommen während des Bauens, denn die Küche inspiriert nicht nur hier, sondern auch hier. Ich würde sagen, 1 Kilo ist mehr drauf. Ja, ich hatte viele fehlende Teile, weshalb die Küche noch nicht ganz fertig ist. Eine Wand fehlt mir noch. Ansonsten bin ich super zufrieden mit diesem Ergebnis. Hier seht ihr jetzt erstmal noch die bunte Seite. Das ist die Rückseite. Die verschwindet ja nachher komplett in der Erde, da das hier ja immer noch der Keller ist und wir noch den oberen Bereich bauen müssen. Dafür muss natürlich erst der Keller entstehen. Logisch. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Küche, aber ich würde sagen, urteilt doch einfach selbst und habt ganz viel Spaß mit dem Video. Hallo Freunde des Mockens und herzlich willkommen zur dritten Update-Folge von Endor. Und ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht, denn wir gehen jetzt in die Küche und die steht auch schon direkt vor uns. Das hier zeige ich euch gleich. Das ist schon die Art Tür, die ich hier in Endor verwenden werde. Ich zeige euch aber gleich eine. Wir bauen jetzt praktisch Stück für Stück die Küche auf. Ich habe nämlich schon viel gebaut, viel geplant, aber es wird sich, wie man mich kennt, noch vieles ändern und ich werde vieles nochmal ummodellieren. Wir beginnen einfach mal mit dem Kühlschrank. Hier hätten wir den Kühlschrank, den hätte ich hier an der Seite nicht hinbekommen, der wird halt direkt neben der Tür stehen. Das werdet ihr aber gleich sehen, das wäre sonst zu eng geworden, weil ich für die Küche nur begrenzt Platz habe und diesen schon mehr als krass ausgereizt habe, beziehungsweise schon viel größer gebaut habe, als ich hätte dürfen. Die Base wird also noch mal ein Stück größer. Das ist unser erstes Schränkchen mit, ja, mit kleinen Details, mit kleinen Schubladen. Die Schubladen habe ich leider nur in Weiß bekommen. Jetzt erstmal mal schauen, vielleicht kriege ich eine andere Farbe. Das Ganze soll dann ungefähr hier sitzen. So war es geplant. Daneben steht dann direkt das Waschbecken. Das sieht folgendermaßen aus. So warm, kalt. Hier kann man dran drehen, um das Wasser fließen zu lassen. Habe ich auch ziemlich lange so dran gehangen, bis ich das genauso hatte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es gefällt mir ziemlich gut, aber irgendwie hatte ich es lieber so sitzen, das Waschbecken. Weiter gehen wir, ja, dann kommen wir doch mal zur Tür. Die Türen in Endor sollen folgendermaßen aussehen. Wie diese hier, die werden alle gleich sein von beiden Seiten, damit wir halt einen gleichmäßigen Look reinbekommen. So hatte ich die mir ungefähr vorgestellt. Natürlich ohne Schiebemechanismus, weil das komplett alles springen würde. Und jetzt habe ich die natürlich hier wieder komplett falsch reingesetzt. Die soll nämlich hier sitzen. Dann, das hier wird aber jetzt nicht bei jeder Tür sein. Das habe ich einfach so als Detail noch hier mit eingebracht. Das Ganze sitzt dann hier. Ich kann es euch nochmal zeigen, aber ist nichts Besonderes. Ich habe mich einer illegalen Bautechnik bedient, da ich mal Lust hatte, etwas zu rebellieren. Genau, das sitzt dann hier. Auf der anderen Seite, diese Wand, die zeige ich euch bei einer anderen Update-Folge, wenn der Waffenraum dann endlich mal abgeschlossen ist. Da ist auch schon einiges passiert. Und hier weiter links hat sich auch einiges geändert. Die Base ist dicker geworden, da wir die Tür hier reinkriegen sollten. Anfangs hatte ich die Tür nur ein Stud breit geplant. Ja, wie das halt so ist, es ändert sich einiges und ziemlich schnell. Diese Rohre hier wird man später auch nicht mehr sehen können. Die sind nur wichtig für das Detail, dass man von der Seite des Waffenraums sieht. Und dann haben wir das hier. Da bin ich am meisten stolz drauf bisher in der Küche. Damit unsere Jungs hier auch genügend zu essen bekommen. Die Herdplatten sind schon warm. Da steht praktisch dann später auch Essen drauf. Ja, eine doppelte Herdplatte. Hier kann man später dann ein paar Handtücher aufhängen. Ich muss mir noch was einfallen lassen, wo ich dann, ja, Löffel und Messer und solche Utensilien einbringe. Hier oben, das werde ich natürlich auch noch die Dunstabzugshaube etwas abändern mit einem Abluftrohr, das hier dann zur Seite rausgehen wird. Also es soll schon ziemlich detailreich und originell aussehen. Das soll später eine, ja, eine Art Essensausgabe werden, wo die Klone dann praktisch hier durchkommen und durch die Tür reinkommen und sich hier das Essen holen. Die wird irgendwo wahrscheinlich hier stehen. Vielleicht noch ein bisschen weiter rein. Das wird sich dann mit der Zeit wahrscheinlich ergeben, Stück für Stück. Da zum Beispiel, wenn ich die hier hinsetze, haben wir Probleme, nachher den Kühlschrank aufzukriegen. Das heißt, ich müsste schon hier rauskommen. Das sehen wir aber dann alles im Laufe der Zeit. Dann hatte ich noch natürlich einen Geschirrspüler schon mal vorbereitet. Der ist hier schon beziehungsweise noch offen, da der irgendwo hier in der Wand dann verschwinden soll. Den wird man also nicht sehen. Nur hier eine Ablage wird vorhanden sein.
Vielleicht gehe ich damit auch noch etwas rein, aber das wird dann, glaube ich, zu eng, um da umherzukochen. Ich setze ihn einfach mal so prophylaktisch dahin. Und den Ofen hier, den habe ich nicht selbst kreiert. Den fand ich aber so geil, diesen Doppelofen, dass ich gesagt habe, da hänge ich gar keine große Zeit rein, um mir selber einen einfallen zu lassen. Denn der ist wirklich toll und gefällt mir so auch schon gut. Ich werde euch den Link reinpacken, in welchem YouTube-Video ich den gesehen habe. Den wollte ich so ziemlich hier in die Ecke packen. Und an diese Wand hier sollen nachher ja Regale oder sowas hängen. Und vielleicht werde ich dann hier oder eher hier dafür sorgen, dass wir wirklich so ein paar Kochlöffel oder Kellen da hängen haben. Ich weiß gar nicht, was es da für Teile von Lego gibt. Da muss ich mich halt noch informieren. Das wäre es jetzt mal zu diesem Bauabschnitt. Jetzt habe ich das Ganze im Kasten, habe es euch vorgestellt und kann endlich weiterbauen. Denn es ist schon einiges passiert für den ersten Bauabschnitt. Deshalb würde ich sagen, ich baue weiter und wir sehen uns später wieder. So, noch schnell den Staub von der letzten Bauphase hier entfernt. Und wir blicken auf die fast fertige Küche. Mir haben leider noch Teile für diese Wand hier gefehlt und für die andere natürlich auch. Lasst euch da einfach mal überraschen, was da auf uns zukommt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal die Sachen durch. Ich habe hier schon etwas entfernt nochmal, was ihr ja schon gesehen habt. Kommt gleich wieder dahin. Und noch ein paar andere Sachen, die wir gleich kennenlernen dürfen. Hier haben wir ein Gewürzregal, ein bisschen was zu essen, mehrere Fächer und Schubladen, eine Mikrowelle, der Ofen wurde eingefasst, wie versprochen. Hier Regale, ein Löffel hängt da schon, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es Lego ist. Hier haben wir so ein paar Rohrleitungsdetails mit Schiebern und so weiter und so fort. Hier noch eine Rohrleitung, die durchgeht. Und ja, aufgrund dieses neuen Geschirrspülers, den wir ja auch hier haben, der alte war so groß wie eine Minifigur fast. Und das ist mir leider sehr spät aufgefallen. Daher muss ich den verändern. Aufgrund seiner Bauweise muss ich die Fliesen hier schon mal ein bisschen durchplanen. So habt ihr mal eine ungefähre Idee, wie das Ganze nachher aussieht. Ich denke, das wird ziemlich cool. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, hier alles mal zusammenzubauen und gucken uns an, was ich denn da noch Neues dabei gepackt habe. Das wäre dann einmal das Waschbecken, dann einmal der doppelte Herd, hier noch schon mit einem Handtüchelchen, das ich geschneidert habe, was da am Handtuchhalter hängt. Und wie versprochen, seht ihr hier oben diesen Technik-Brick. Da gibt es auch ein Abluftrohr, das hier dann steckt, um das Ganze nach draußen abzuführen. Sieht, finde ich, schon ziemlich cool aus. Dann haben wir eine neue Essensausgabe. Das Dach habe ich entfernt. Und um einen Stud zu sparen, konnte ich leider nicht alle Ecken hier mit diesen Flat-Tiles hier ausstatten. Sieht aber, denke ich, doch ganz cool aus und so haben wir einen besseren Blick ohne das Dach auf die Details. Das sitzt dann an dieser Stelle hier. Dann haben sich viele auf Instagram in den Kommentaren und auch in Privatnachrichten dazu geäußert, ich solle doch ein Mouse-Droid reinpacken. Und natürlich wird es ein Mouse-Droid in Endor geben. Dieser sieht folgendermaßen aus. Das ist meine Bauart, Bauweise. Da habe ich einfach nur einen Rollschuh noch mit draufgepackt. Hier diese Gitterparts und dann natürlich die Räder, da habe ich eins rausgenommen, um euch zu zeigen, da habe ich diese Teile hier verwendet. Die sind noch relativ neu für mich, fand ich aber ganz cool. Fand ich besser wie die anderen Lösungen. Den stecken wir mal hier rein, dann ist er vollkommen. So sieht der Kollege da aus, kann hier durch Endor düsen. Dann haben wir natürlich eine Bank, wo die Kerle auch essen können und trinken. Die soll dann folgendermaßen aussehen. Gefiel mir auch ziemlich gut, diese Bauweise. Mir fehlen nur, hier ist halt Light Gray noch verbaut. Da muss ich die Teile auch bestellen, die fehlen mir noch. Und diese langen Flat Tiles, 1x8er, da werden mehrere von existieren von diesen Bänken und werden dann entweder so oder so rum. Das muss ich noch gucken, wie ich das anordne. Wenn ich mal mehrere habe, muss das mal durchplanen vom Platz her. Das kriegen wir aber alles hin. Und was wäre eine Küche ohne ein Menü? Richtig, keine Küche. Also haben wir eine Menükarte. Auf dem Menü steht alderanischer Aal mit Nudeln und Rancor-Soße. Dazu serviert bekommt man, hoppala, koreanisches Würzbier. Naja, so viel Alkohol sollten Sie jetzt doch nicht trinken. Falls noch ein Einsatz reinkommt, so sieht die Karte aus. Beschriftet habe ich das Ganze hier mit Kreide, so wie es bei richtigen Karten, die so vor Restaurants stehen, auch ist. Und so sieht das Ganze aus. Und dann hätten wir eigentlich auch schon alles abgehakt. Wir können das Ganze nochmal ein wenig drehen und wenden, dass ihr mal besser hier reinschauen könnt. Ich hoffe, das klappt hier auf dem großen Tisch. Aber das sieht hier doch ganz gut aus. So sieht der Gang hier drinnen aus. Ich kann das hier auch nochmal entfernen. Dann habt ihr einen besseren Blick hier rein.
auf die ganzen Details. Und ich muss sagen, ich bin doch ziemlich zufrieden, wie das Ganze hier geworden ist. Der Mouse-Droid ist umgekippt. Na, Kollege, hier stell dich mal wieder hin, dann kannst du weiter düsen. Wenn das Ganze ausgefliest ist, wird das nicht mehr vorkommen. Und ja, das war es dann auch schon zu dem jetzigen Stand der Küche. So, Freunde, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Für Verbesserungsvorschläge bin ich wie immer offen. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, tut das doch bitte, um kein weiteres Update mehr zu verpassen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Seid wie immer freundlich zu euren Mitmenschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.